Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dead by Daylight in einer weiteren Runde mit den üblichen fünf Verdächtigen und zwar mit dem Kenano. Hallo. Mit der Scar Soul. Hey ho. Mit mir, dem Extreme Talk. Hallo. Der Lirina. Hallo. Und der killenden Rebelli. Hallöchen. Ja, Rebelli ist Killerin. Das bedeutet nichts Gutes für mich. Die Rache ist mein Freund. Die Rache ist mein. Ja, zwischen den Szenen ist, also zwischen den Folgen ist etwas passiert, was übrigens schon wieder ein paar Tage her ist. Wir mussten keine Aufnahmepause einlegen. Und ich kriege jetzt vermutlich alles dafür ab. Aber gut. Tja. Wir werden sehen. Hoffen wir mal nicht. Für mich. Wenn ich überlebe, ist alles gut. Wenn ich dich in die Finger kriege, ne? Ja, nein. Dann ist kurzer Prozess angesagt. Find ich nicht gut. Ich schon. Du hast es verdient. Du hast es einfach verdient. Ja, wenn die Zuschauer wissen, was passiert ist, ja, eigentlich habe ich es wirklich verdient. Naja, wenn du das mit ihm schaffst, was er mit dir gemacht hat, dann wissen sie es. Es so gab knapp so, werde ich es nicht kommen lassen. Es gab da so einen kleinen Memento-Mori-Unfall. Unfall, aha. Unfall, sagt er. In einer privaten Runde, wo aus Versehen meine Machete mehrfach in einen Rücken gestoßen worden ist. In einen wunderschönen Rücken. Der Rücken war kurz vor dem Exit, als die Tore offen waren. Ja, das war ein bisschen blöd gelaufen, würde ich mal behaupten. Ja, blöd gelaufen. Ach, der Grubenschacht, das Macmillan-Anwesen. Ja, das ist, also, wenn mein Fingerknochen, den ich mir extra abgehackt habe, jetzt nicht geholfen hätte, ja, da hätte ich aber auch, also, hi, was geht? Hallo. Oh, hey, was geht, Kettensägenmann? Oh, da war eine Wand. Wir waren gerade bei mir. War ich wahrscheinlich. Ich? Bei der Kiste? Ja. Nicht. Ah, okay. So. Was, wo bist denn du so schnell hin? Ich hab dich verloren. Ich bin in die andere Richtung. Ach so. Okay. Also wenn ich jetzt etwas stiller bin diese Runde, dann liegt das daran, weil ich Todesangst habe. Ich sitze hier gerade mit Schweißperlen auf der Stirn. Genau. Concentration ist angesagt. Alle so still, alle haben Angst vor der Annie. Ja, eher vor mir. Ich bin überhaupt nicht so gut, die übertreibt einfach total. Doch, schon. Ah, immer wenn du spielst, sind sehr viele tot. Ja, das stimmt, allerdings. Sie ist leider wirklich eine sehr gute Killerin. Mhm. Muss man ihr lassen. Man muss sagen, es hat auch, das sage ich öfters gerne mal, Killer sein hat viel mit Glück zu tun. Jemanden halt auf einer bestimmten Art und Weise... Du sehen! Alter. Oh Gott, ich hab mich richtig erschrocken! Ich auch! Alter! Ich hab mich so erschrocken, ich denk, was ist denn jetzt? Oh mein Gott! Wie hast du mich gefunden? Ich hab mich so erschrocken. Ich dachte, du kommst von der anderen Seite. Es kam auch richtig gut so mitten im Satz. Du hast laut geredet, ey. Das war's. Boah, ey. Lassen wir das. Also das war's dann mit der Aufnahmesession von Dead by Daylight. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwo hört es auch auf. Mein Gott, ich erschrecke mich jetzt bei allem. Nein, da ist sie wieder. Boah, nein. Die meint's wohl ernst. Ja, ich bin sehr schreckhaft. Es hat seine Gründe. Ich glaube, es lässt sie nicht mehr locker. Das kannst du knicken. Wenn ich dich kriege, ja. Das ist die Rache. Lauf. Vielleicht hat sie ja ein Pinkes mit. Das wird dann eine lustige Runde. Besonders für die Zuschauer. Lauf, kleine Häschen, lauf. Okay. Ich bin kein Häschen. Oh, nein! Komm schon. Du, Rebelli, wir können über alles reden. Ich glaube nicht. Ich geb dir auch meinen Erste-Hilfe-Koffer. Ich geb dir den umsonst! Wird dein Gesicht vielleicht schöner.
Leute, habt ihr die Toten mal langsam offen? Mir kommt es so schon vor, als wenn ich eine Stunde weglaufen würde. Hörtest du auf? Oh nein! Das gibt's doch nicht! Hau da ab! Oh nein! Noch ein paar letzte Worte. Oh, töte mich! Oh, sie macht es auch noch wirklich. Okay. Ein passender Screenshot an dieser Stelle. Das ist. Die Drache ist ihr's. Genieße es. Ja. Das tat so gut. Oh. Das tat so unendlich gut. Ja, die Folge geht 5,5 Minuten und Extreme Zock ist tot. So viel zu diesem Thema. Hallo, Lerina. Hi, was geht? Ich weiß, es war gewagt, tut mir leid. Aber wir können doch über alles reden, oder? Bitte, lass mich in Ruhe. Nein. Verschone mich. Ach, Mann. Tja, jetzt lässt sie mich liegen. Aber sie kann mich ganz bestimmt sehen. Ganz bestimmt. Ja, unfassbar. Also mir war bewusst, jetzt für die Zuschauer, mir war bewusst, dass ich sterben werde, weil, wie gesagt, die Rebelli ist wirklich eine gute Killerin und wenn sie das hat, dann hat sie nur ein Ziel, und zwar mich zu töten, in erster Hinsicht. Und das hat sie auch erfolgreich geschafft. Und wohlgemerkt, verdient. Na, jetzt seid ihr wieder quitt. Naja, es ist wieder... ein bisschen fies, aber ist okay. Jetzt könnt ihr euch wieder ärgern. Jetzt sind wir quitt, auch wenn ich deine Art jetzt ein bisschen brutaler fand, also... Was? Stell dich nicht so an. Ich konnte keinen Generator machen, nix. Keine Haken, gar nichts. Ich hab mich ja direkt von der ersten Minute angefunden. Verdammt. Oh, was war das? Ich hab mich aber auch erschrocken. Ich guck grad bei dir zu. Nein. Oh nein. Oh, dreist. Wollte ich gerade erst sagen. Was? Okay. Oh, die Herzlage. Mist. Oh, guck mal. Oh, hier ist die Luke. Oh. Oh, hey. Oh, sowas aber auch. Oh nee. Aber es war ein guter Versuch, es war ein guter Versuch. Ich auch nicht. Versucht lieber irgendwie den letzten Generator zu machen, sonst riskieren wir alle noch unser Leben. Versucht es besser nicht. Oh Mann. Jetzt hab ich Angst. Also wir haben die Aufnahmesession eben erst angefangen wieder und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich glaube, Kildano konzentriert sich die ganze Zeit, weil... Ein bisschen? Er ist so still, das ist nicht normal. Stehen wir stark unter Spannung, merkt man uns gar nicht an. Also ich bin ja eh schon tot, ich bin ja schon raus, ich sollte eigentlich gar nichts mehr sagen. Aber die Angst steckt mir immer noch so tief in den Knochen. Okay, würde ich mal behaupten. Oh, jetzt bleib doch mal deswegen. Nö! Ach nö! Jetzt nimmst du mich auf. Hast du doch zu sehr Angst, dass ich es noch schaffe? Nö, jetzt reicht's mir einfach. Okay. Das stimmt. Ach, in den Keller komme ich also. So ist es also. Auch noch im Keller. So haben wir aber nicht gewettet. Boah, ich schreie aber auch schön, ne? Also, muss man mir ja mal lassen. Das muss man dir lassen, das ja. Ich weiß, ich kann gut schreien. Ich weiß nicht, was jemanden gehört hat. Nein, hier ist keiner. Hier ist niemand. Die machen alle Generatoren. Sollten sie auch lieber. Oh, ich liebe diese Lags, wo man nicht mehr drücken kann. Denn ich denke, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Ja, möglich wär's. Also ich muss dennoch sagen, selbst beim Zugucken ist das wirklich eine sehr spannende Runde. Was war denn das? Ich dachte, du hast mich doch gekriegt eben, oder? Dam, nee. Dam, dam. Wo ist der Sprintboost, wenn man ihn benötigt? Oh. Und jetzt sind die Ausgangstore offen. Oh nö! Da hatte ich Adrenalin. Oh Mann. Oh, du standst genau hinter mir. Wie fies war denn das? Oh Mann. Das war richtig fies. Oh, du standst genau hinter mir. Ich hatte noch nicht mal die Chance wegzulaufen. Und wie kann man dazu sagen? Double Kill. Ja, ist so. Voll der Double Kill. Oh, hier komme ich gar nicht durch. Ja.
Ja, komm, häng mich an den Präsentierteller. Dabei hat Mac ja nicht oder so viel. Oder leg mich hier hin. Nee, eigentlich nicht. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so schnell. Oh. Wem guckst du eigentlich gerade zu? Hier beim Krieger. Ja, nein. Ja. Ja, ja. Ja, nein, ja. Was denn nun? Oh. Oh, was hab ich denn gemacht? Ich weiß es auch nicht. Bin ich völlig Banane? Ich denke, nein. Also, hä? Rechts, ja. Oh, nein. Ich sag. Ich will jetzt auch nicht genau ins Detail gehen. Da vorne ist ein Ausgang. Es ist ein Ausgang. Oh, heimtückisch. Heimtückisch, dein Ernst? Nein! Da hat sie heimtückisch drin. So, dass man ihren Terrorradius gar nicht mehr hört. Ja, das habe ich eben schon gemerkt. Voll krass. Oh. Versuch dich zu retten irgendwie. Ja, aber ich will dich nicht zurücklassen. Nein, du kannst mich zurücklassen. Alles oh gut. Gott, alles gut. Ganz ruhig. Versuch irgendwie wegzukommen. Echt? Alter, ich lächle. Nein, links, links. Da rum. Nein. Was nein, für links? Einmal rum. Du drehst dich viel zu schnell. Na, ich werde sterben. Sagen, ich werde sterben. Lässt sie nicht zu. Kannst du vergessen, vergiss es. Das schafft ihr nicht. Nee. Das ist nicht so gut. Versucht lieber den nein. Ausgang zu aufzumachen. Was machst du? Ich weiß nicht. Am besten jeder von euch einen anderen. Einmal um die Mauer. Nein, ich bin tot. Oh. Was? War das gerade leck? Ach, da. Willst du mich doch noch aufhängen, ja? Was war leck? Es hat gerade beim Zuschauen geleckt auf einmal. Ich kann nicht mehr sehen, was da passiert. Alter, bei mir okay. Auch gerade. Geht lieber, was? Geht lieber. Ja, ich muss. Oh, ich hab voll erschrocken. Versucht am besten, jeder einen anderen Ausgang aufzumachen. Und dann kommt wenigstens einer raus. Ich will heilen. Ach, da fummeln die sich also? Ja. Aha. Echt? Gut. Okay, das ist ja, bei mir war es auch. Ich wüsste sogar, wo die falsche ist. Das ist ja das Doofe. Wisst ihr gerade, was bei mir das Lustige ist, wenn ich gerade bei Lerina zuschaue? Was denn? Die steht einfach unter Marken, ganz normal. Echt jetzt? Also, bei mir hing ich. Steht sie einfach nur da. So, wenn Max stehen bleiben würde. Krass. Bei mir hing ich. Dreh mal bitte die Kamera. Kannst du die irgendwie drehen? Nee, ich bin ja jetzt weg. Ach so. Ja, aber bei mir stand es einfach nur unterm Haken. Oh, ich habe 4000 Punkte. Wie kann das bloß sein? Wo hast du die her? Vom Weglaufen wahrscheinlich. Also ich hatte schon bessere Runden. Bitte? Ja, 2 von 4. Ja, du hättest mich eigentlich auch bekommen. Ich hatte schon müssen, mal 4 von 4. Da hat sie wirklich ein grünes Ebenholz der Erinnerung, sprich auf Englisch Memento Mori, wo man jemanden einzeln mitkillen kann. Keine Schnauze. Naja. Hätte auch was Pinkes mitnehmen können, wenn es hier lieber ist. Oh, heimtückisch. Schalte die Tarnfähigkeit frei. Beim Stillstehen für 3 Sekunden. Nach 3 Sekunden. Alter. Ja, nach 2 ist es mittlerweile, ist es genervt worden. Krass. Beziehungsweise geabt worden. Krass. Hast ja gar keine Chance. Aber du hast leider nochmal die Ehre, nochmal Killer zu sein. Das heißt... Ja. Vielleicht läuft es diesmal besser. Naja, für euch ist ja gut gelaufen. Ja, kann ich eigentlich Pinkes mitnehmen, wa? Nein! Ja, das stimmt. Das lief richtig gut für mich. Habe ich gerade eine Anzeige gebackt, dass ihr alle 3 Max seid? Und alle 3 Level 20 seid? Rang 20? Oder stimmt das so? Du bist bei mir irgendwie auch Rang 20. Wir sind alle Rang 20. Okay. Ja, ist gerade der Bug, aber das... Oh. Macht nix eigentlich. So, ich okay, jetzt das ist dann nur. Aber du weißt, dass das ganz schön signalfahrenmäßig ist. Das macht, glaube ich, bei Rebelli keinen Unterschied.
Werden jetzt eh wieder alle. Ich hab nur Sachen in den täglichen Ritualen mit Killern, obwohl ich so gut wie nie Killer spiele. Mensch, Mensch. Ja gut, das würdest du ja hier sowieso nicht kriegen, in diesem Modus. Töte deine Freunde. Ja. Das stimmt wohl. Dann nehme ich jetzt mal das mit. Machen wir mal eine andere Map. Ich spiele mal mit Pizzabäcker, auch wenn ich mit dem nichts habe. Ich glaube, ich nehme auch erstmal keine Karte mit. Mal gucken, wie ich ohne klarkomme. Gut, ich wäre dann auch soweit. Mensch. Dann auf in die nächste Runde, wo ich vielleicht länger als 4,5 Minuten überlebe. Ja. Machen wir mal, ne? Also wenn du mich nicht tötest, bekommst du eine Pizza. Vom Pizzabäcker. Höchstpersönlich. Ich lass mich nicht bestechen. Wie wär's denn mit einer Tüte Chips, Anni? Ich hab ja eine vor mir liegen. Vielen Oder Dank. Cookies. Vielleicht zwei. Hab ich auch bei mir, also. Ja. Deswegen kam ich gerade auf die Chips? Idee. Aber ich hoffe mal für dich, dass das Unbekannte nicht wieder im Inventory ist. Wahrscheinlich hat sie ein Pinkes mitgenommen. Das wäre aber eigentlich mal eine richtig spannende Runde für alle. Also ja, für. Total, ja, spannend vor allem. Für die zuschauen, fände ich es spannend. Fokus auf einen. Ja. Der letzte wäre auch cool. Der Pizzabäcker fällt auf. Ey. Ja, ich hab den Schlüssel mit reingeworfen, weil ich wollte auf keinen Fall zur Coldwind fahren. Auf keinen Fall. Schrottplatz, ja, finde ich toll. Der Schrottplatz ist toll. Ich kenne mich ja auch mittlerweile echt gut aus. Im Schrottplatz, da liegen meine Quoten alle zu kriegen sehr hoch. Das stimmt. Das habe ich auch schon gemerkt. Vor allem, wenn hier Raben hochfliegen. Ja, besonders gut auf der das Map. Stimmt. Ich versuche mal, denen auszuweichen. Mittlerweile kriege ich es zum Glück auch hin. Schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ich spawne einfach direkt beim Killer, das ist unnormal. Ernsthaft? Das Glück habe ich normalerweise. Ich hänge auch noch fest. Hat sie dich denn auch? Ich helfe dir mal. Oh, was ist denn heute los? Nicht so dein Tag. Nein. Dein Zocktag hier. Okay. Ach Mann. War diesmal nicht gleich tot? Seht dich auf, oder? Ja. Entweder spielt sie nur mit mir oder sie hat was anderes reingetan, um vorzutäuschen, auch dass wirklich. Sie mehr Metamorphie dabei hätte. Oh, du hast mich gesehen? Das wusste ich gar nicht. Da. Nimm mich, Killer, nimm mich! Halt dich da schon. Raus. Komm jetzt vom Haken, dann reden wir unter zwei Augen. Was? Unter vier Augen. Unter zwei Augen. Ja, okay. Hat er ja keinen. Zyklopendiskussion. Holy, holy, holy. Oh. Verdammt. Lieben Dank. Oh nein. Kein Problem. Dann fangen die an zu heulen, die Wölfe im Hintergrund. Das jetzt ist nicht dein Ernst. Hau doch einfach mal ab jetzt. Das gibt's doch einfach nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Hab ich nicht meine Minute Ruhe? Kilnanda, wo bist du eigentlich? Wahrscheinlich auf einer ganz anderen Seite. Ja. Unglaublich. Es tut mir leid für die Zuschauer, dass ich hier die ganze Zeit so unter Spannung stehe, aber es geht gerade nicht anders. Ich werde ununterbrochen verfolgt. Ja. Danke. Bitteschön. Immer wieder gerne. Das ist nicht dein Ernst. Geh doch einfach mal. Oh, es hat nicht gereicht. Ich hab dich nicht mal gestunt. Ist das... Was ist da los? Ja, was ist los mit dir? Es muss mich gleich nochmal jemand anfassen. Mein Medipack hat nicht gereicht. Ich würde... Oh, ich will fummeln. Komm her. Wo bist du denn gerade? Ja, wo bin ich gerade? Gute Frage, ja, genau, gute Frage. Wo bist du denn gerade? Nein. Sag's lieber nicht. Nein, jetzt sowieso nicht. Ich glaube, ich müsste auch mal befummelt werden, oder? Reicht es? Nein, es reicht nicht. Nein. Bei mir war es wirklich nur so ein Fitzel gewesen. Rebelli, was ist da los? Hast du mich verloren oder absichtlich verloren? Wer weiß.
Mal lieber Extrem, wenn du schon darauf stehst, meinen Hammer in die Fresse zu bekommen, dann könntest du jetzt auch einfach zu mir kommen. Bitte was? Entschuldigung. Nein. Ich bin ein bisschen konzentriert angespannt. Oh, hier ist jemand. Oh. Oh, schön. Oh. Ich möchte auch dazu kommen. Hallo. Mach mir doch mal bitte mit rein. Ja, bist nee, gefunden. Besser nicht. Es gibt doch noch Hoffnung hier, vielen lieben Dank. Danke auch. Ist doch nicht wahr. Ah, Mist. So. Ah, Mist. Oh, das ist so schwierig. Hier. Ah, da. Gut, ich bin weit weg. Zum Glück. Warum glaube ich dir nicht? Das ist nicht mein Problem. Gott, wo bist du denn? An der anderen Ende der Map oder was? Ist ja schlimm. Mach ruhig weiter die Generatoren. Generatoren sind gut. Ja. Bin ich auch. Ja, ne? Gar? Ja, bitte. Hattest du das eben gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Gut. Warum? Nur so. Oh, hallo Killer! Nein, geh doch einfach weg. Schon ein bisschen dreist, ne? Was ist daran dreist? Ich dachte, du wärst woanders. Wo bist du hin? Das? Oh, oh. Oh, Pizza. Ich hab da doch nochmal Glück, oder auch nicht. Hast du welche dabei? Ich bin tot, ich bin tot. Ja, ich bin so ein bisschen Haus. Hungrig. Ich bin tot. Fummeln. Dankeschön. Gerne. Immer wieder. Jetzt müssen wir uns aber wieder ein bisschen zerstreuen, weil sonst so ein bisschen. Sind wir wie auf einem Streuselkuchen eingeengt und dann Die Streusel auf einem Streuselkuchen. So jemanden, der. Mit jetzt Mitleid oder Neues? Nein, ich will einfach nur leben, bitte. Mitleid. Töte mich entweder direkt oder lass es, aber quäl mich nicht so. Das macht aber Spaß. Nein. Tut weh und das will ich nicht. Ich will es nicht! Nein. Och Mann. Was? Okay. Ach komm. Ja, ich back. Ah, was soll das? Ja, auf dem Schrottplatz bist du schon eindeutig ein ziemlich harter Killer. Oh. Hallo Dwight. Hi. Komm mit, ich hab Pizza hier. Nee, natürlich nicht. Ich geh nirgendwo hin. Ey Killer, du kriegst keine Pizza von mir. Ist in Ordnung. Ich mach mir selber eine. Och, wie schade, hier ist ja gar kein Keller. Wo ist er denn nicht, der Keller? Lauf, lauf, oh. Pfoten weg. Ja, okay. Entschuldigung. Nein, 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 nein. Oh, verdammt, was mach ich? Was mach ich denn? Oh. Okay. Oh. Muss ich nicht verstehen? Nein. Oh, finde Hilfe. Okay. Und zum Abschied sprach er munter zu seinen Kameraden. Komm mal, ging davon. Das ist verschwendete Kraft, Liebes. Ich versuch's trotzdem. Wir sehen uns im Himmel. Ja. Bin bald bei dir. Ja, das bleibt das halt in der Hocke. Das finde ich nicht toll, muss ich gestehen. Das habe ich auch schon voll oft gehabt, dass die einfach in der Hocke geblieben ist, obwohl ich losgerannt bin. Ja, weil du zu nah an Objekten stehst oder hockst. Ah, nee, der wiggelt so hässlich, da lass ich das mal. Das will ich nicht sehen. Oh, wie süß du bist, danke. Bitte. Alter, kannst du mich nicht nächstes Mal schlagen, bitte? Och, nee. Also, Für die Zuschauer, nächste Aufnahmesession nie wieder ohne Rebelli. Oh, oh. Nein, also, Spaß. Sie ist halt wirklich. So wie so ein Zombie. Rebelli ist halt wirklich eine sehr gute Killerin.
Aber das kommt davon. Eigentlich ja eher nicht so. Nein. Nein. Hat genau. Man gerade gesehen. Genau. Guck mal, Haken gänzte, ne? Ja. Oh, vor allem. Oh, ich habe tiefe Einblicke. Oh. Lerina ist nicht bei dir. Werden was? Was war denn der das? Wieder. Was war denn das für ein Bug? Bugs for the Wind mal wieder. Ja, habe ich. Wenn man aufhört zu drücken, wenn man runtergeholt wird. Oh, was war das? Ich hab ja noch nicht mal aufgehört. Das war ja das Komische dabei. Aber wo bist du hin? Okay, Sky, komm, ich erzähl's. Away. Up and away. Ja. Komm dich gleich besuchen. Ich bin schon dabei da. Hatte ich eben so eine schöne Aussicht auf deine Jogginghose, die nicht mehr so toll aussieht. Ja, so ein bisschen braun, ne? Ja, aber eben gab es Fanservice. Mac hintern in der Kamera. Noch schon tot, Mensch. Immer diese unnötige. Ja, guck mal, drei Generatoren noch zu machen. Ja, was habt ihr eigentlich getrieben? Ich habe zwei Stück gemacht. Was zwei Stück? Ich habe alle runtergeholt. Ich habe alle von den Haken geholt. Alle. Ich bin mal wieder die ganze Zeit geflohen. Wie die Folge davor, also die Runde davor. Ja, das stimmt. Ja, das muss eigentlich Bonuspunkte geben. Jetzt weiß ich ja noch nicht mal, wo die Falltür ist, ey. So ein Dreck. Du weißt es bestimmt schon, oder? Yep. Gib mal einen Anhaltspunkt. Nein. Als ob sie das macht. Irgendwo, wo grün ist. Irgendwo, wo grün ist. Jetzt würde ich gerne die Sicht vom Killer haben. Ich lauf mal nicht. Wieder komplett falsch. Komm, du schaffst das, wir glauben an dich. Drücken dir die Daumen. Aber, naja, wie ich schon erwähnt, Rebelli ist so eine gute Killerin. Auch wenn sie jetzt wieder sagt, nein, das ist nicht so, doch, bist du. Vor allem mit den Perks. Nein, no, liegt nur an den Perks. Ist ja nicht so, dass ihr auch alle irgendwie vier Perks habt. Ich hab einen. Man muss halt dazu sagen, Schuld. Die Detektivmütze, die ist halt wirklich sehr gut, weil damit kann man als Killer halt sehen, wenn jemand auf dem Boden liegt. Das macht schon richtig was aus. Die anderen sind so eher eine Hilfestellung, finde ich. So Etepetete. Ich würde mal sagen, eine Falltür da ist in irgendeinem Haus drin. Gibt nur eine Falltür. Ja, die eine Falltür. Das war letztes Mal auch nicht so. Kann die Falltür eigentlich in dem Pornokeller bauen? Ich glaube nicht, oder? Das wäre richtig fies. Nein, kann sie nicht. Wir müssen einfach mal so eine Folge machen, wo wir sich alle im Keller in den Schränken verstecken. Sowas hatte ich schon mal, aber nicht in der Aufnahme. Ja, ich hatte es mal eine Aufnahme, wo ein Typ einfach mal gefühlte 2 Stunden im Schrank gehockt hat. Okay, das kann ja jetzt was werden. Der Killer läuft schon irgendwie wie Gollum. Erschrocken! Ich wollte auch gerade schon sagen. Habe ich mich erschrocken! Boah, das ist ja nicht normal! Das ist nicht die Horrorfolge aller Folgen, ey. Ja, für mich, aber vor allem. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Falsche ist, ey.
Kannst du sie mir nicht wenigstens noch zeigen? Irgendwo beim Haus, hab ich schon gesagt. Ja, du sagst immer im Haus. Und im Haus ist sie nie, wenn du das sagst. Ohne Witz. Ist nicht lustig. Moment. Ja, lass sie mal bei der Falsche fallen. Ach, als ob sie das macht. Gesehen? Ich war so nah dran. Ja. Außerdem war die nicht im Haus. Die ist nie im Haus. Ich habe sie jedenfalls noch nie im Haus gesehen. Und immer wenn du gesagt hast, sie wäre im Haus, war sie nie im Haus. Im Ernst? Ich habe sie schon voll auf dem Haus gesehen. Habe ich die meisten Punkte? Also laut meiner Anzeige steht ja. Also von den Überlebenden. Obwohl ich als erstes gestorben bin. Nein, bei mir hat Kelnano am meisten Punkte mit 21.000. Nee, also bei mir hat Extreme die meisten. Okay, bei mir hat Extreme 11.000. Bei mir hat er 7.000. 778. Wahrscheinlich wurden die Punkte von beiden Runden zusammengezählt. Bei dir. Ja, das kann gut sein. Ich habe nämlich auch 26.000. Oh, krass. Bei mir hast du 18.000. Ja, bei mir auch. Ja. Krass. Komisch. Also, alles gefixt, gar kein Problem. Ja, Mensch. Hat immer noch keine Bugs. Aber du hast alle viel gekriegt, voll gut. Ja, so viel zum Thema. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Kannst du aber sein. Ich bin kein guter Killer. Ja. Ja, also auf Schrottplatz könnt ihr mir leider nichts vormachen. Aber der ist total. Oh, ich gehe erstmal Pizza essen. Ja, gut, ich glaube, wir gehen uns jetzt alle elendig in den Schlaf rein. Mit Pizza. Mit Kilnanus Pizza, genau. Richtig. Genau. Bald gibt einen aus. Wir gehen jetzt erstmal alle schön Pizza essen. Aber auf jeden Fall. Nein. Der Killer doch nicht, Mensch. Nein. Oh. Nein. Heute nicht, Anni. Oh mein Jo. So. Aber wer als nächstes Killer sein wird und vor allem, wenn ihr die Sicht der anderen jeweiligen sehen wollt, guckt gerne unten in die Videobeschreibung rein. Links der anderen sind wie immer unten verlinkt. Wir sind jetzt erstmal raus aus dieser Folge und bedanken uns fürs Zusehen und sagen erstmal bis dahin. Tschüss. Ciao. Links sind unten verlinkt. Dieser Satz. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.